dann mache ich gleich noch mit einer Gabel, dann geht das noch ein bisschen sauberer und noch mehr Saft raus. Dann einmal den Tee, der geht. Der schmeckt nicht ganz so eklig wie der, den ich letztes Mal hatte. Wir hatten ja einen, der hat richtig eklig geschmeckt, einen schwarzen Tee mit als Emil und so hier waren, aber der geht. So. Und dann einfach noch mal hier. Warte mal, wir müssen mal einmal warm machen. Ich glaube, der ist schon mal ein bisschen wieder kalt geworden. So. Gummiband kann man noch mal gebrauchen vielleicht. Ja, Brot ist gleich fertig. Das nehmen wir hier rein. Und dann mal, das ist schon wieder kalt geworden. Die Eiswaffeln ist die Kleine immer fleißig. Mit dem Eis eigentlich eine gute Idee. Ne? Man kann sich ja das Eis so kaufen in der Packung und dann das damit essen. Macht sie immer. So. Große ist Rauch runter. Ja, und den Kaffee, den hatte ich heute Morgen probiert, den werde ich so nicht mehr kaufen. Dann kaufe ich lieber den Instant-Kaffee. Ja, das ist nichts anderes. Aber erstmal. Und die Maschine mache ich sauber, weil ich habe tatsächlich noch ein bisschen Kaffee hier. Hier ist der Honig, den kann ich einmal rausholen hier. Und das würde ich dann einmal noch mal alle machen, bevor ich gehe. So. Genau. Oh Gott, das ist schon wieder so heiß, ne? Ich sag's euch. Leute, es ist wieder richtig heiß. Ich bin total nass geschwitzt, obwohl ich eben geduscht habe. Naja, wir haben gefrühstückt. Dann habe ich angefangen abzuwaschen. Und jetzt hat die Kleine gesagt, Oma, kann ich abwaschen? Die wäscht immer richtig süß gerne ab. Sie deckt auch immer den Tisch, Maschallah. Sie wäscht immer ab. Sie hilft immer bei allem. Kann ich das Ei aufschlagen? Kann ich Sucuk reinmachen? Das ist richtig, richtig süß. Eine richtig kleine, süße Hausfrau, Maschallah. Ja, aber jetzt muss ich anfangen zu arbeiten. Ich habe nur bis 1 eingestellt und es ist schon 2:35. Die Kleine und ich, wir werden jetzt Kartoffeln schälen. Also von dir weg immer schälen. Ja, aber es funktioniert nicht, weil das dreht sich manchmal so. Das dreht sich manchmal. Soll ich lieber machen? Ja, du musst es nur gerade jetzt richtig machen. Du kannst ja bei mir machen. Sitzen. Kann ich die große machen? Und ich mach das. Hm? Oh, ich wollte die große eigentlich. Ich schäle und dann kannst du zugucken. Also ich mach's nach da. Aber ich kann das jetzt auch. Du kannst auch. Du musst nach da machen. Okay, dann komm her. Ja. Also immer in die andere Richtung, okay? Mhm. Von dir weg, immer von dir weg. Genau, von dir weg. Ja. Willst du keine Kartoffeln schneiden? Nee, ich muss auf dich aufpassen, hat Mama gesagt. Ich kann das schon. Habe ich schon bei Mama schon mal gemacht. Na, hast du dich geschnitten, hat sie gesagt. Nee, mit einem Brotmesser. Mit einem Brotmesser habe ich das nicht zu Hause gemacht. Das war aber sauer und dünn ist. Als ich eine rohe Kartoffel geschnitten habe. Die ist ja roh. Komm, Oma macht lieber. Guck, genau so geht das halt nicht. Wenn du so doll machst, so, dann geht das nicht. Willst du mir zugucken und ich mach das? Alles gut. Aber nicht zu mir machen. Nee, zu dir nicht. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Jetzt muss Oma weitermachen. Egal, ist halt nicht für Kinder, ne? Ja, nicht so. Ich mach das, okay? Willst du mir zugucken? Nee, ich gucke ja weiter Fernseher. Mhm. Kannst du es dann ein bisschen leiser machen vielleicht, dass Oma weiter... Dass Oma... Okay. Okay, dann... Gut, dann machen wir das anders. Pass auf, dann gehst du vielleicht... So. Ja, sonst kann ich nicht filmen, weil die Kleine hat gerade Fernsehen geguckt. Jetzt habe ich sie rausgeschickt. Und ich dachte, sie könnte das mit dem Kartoffelschäler, aber jetzt haben wir den Kartoffelschäler kaputt gemacht. Und deswegen schäle ich schnell. Es gibt Bratkartoffeln, die da wollte die Kleine haben. Und dazu werde ich Hähnchenschnitzel braten. Beziehungsweise Hähnchen mit, vielleicht mit Zwiebeln oder ohne. Ich weiß, die müsst ihr nochmal fragen. Oha, alles wird mitgenommen. Genau, und das mache ich jetzt mal eben, damit ich
damit ich das da machen kann, während die zum Einkaufen gehen. Die wollen nochmal Schokolade und sowas kaufen. Die lieben diese Pistazienwaffeln. Ich mag die ja gar nicht so gerne. So ein Bueno-Verschnitt, aber schmeckt wirklich gar nicht so, finde ich. Aber die mögen das alle, deswegen, ja. Ich mache jetzt nochmal Bratkartoffeln, dann können wir schon mal essen gleich. Wie gesagt, mache ich dann noch. Ich habe noch Hähnchen zum Glück. Kann auch noch ein paar Nudeln dazu machen, wenn die wollen. Ich wollte ja eine Gemüsepfanne machen, weil ich habe noch so viel Aubergine. Vielleicht mache ich das aber auch noch gleich. Ja, oha. Du kannst es auch hier spielen, wenn, aber du darfst halt nur nicht deinen Laptop da anmachen, weißt du? Das ist kein Laptop. Ja, das kenne ich immer nicht so den Unterschied. Okay. Jetzt habe ich sie in das andere Zimmer geschickt, weil sie so laut das hört. Da kann ich nicht drehen, ne? Das ist halt immer doof. Genau, ich denke, ich mache mal trotzdem noch eine Gemüsepfanne dazu, weil diese Aubergine muss weg. Vielleicht essen die das jetzt alle. Ich glaube, Janet und meine Schwiegertochter essen das, die Kleine halt nicht. Aber dann mache ich das noch dazu. So. Jetzt auch nicht so viel Kartoffeln. Ich habe gerade nochmal mit meiner Tochter telefoniert. Also das mit dem Sinus, keine Ahnung, was wir da geholt haben, ist schon recht gut. Dann fließt der Schleim ab. Das ist ja auch passiert. Aber sie sagt, dass sie Nasentropfen trotzdem dazu nehmen muss, damit das abfließt. Der ganze Schleim kommt ihr jetzt in den Mund, sagt sie. Ist eklig, aber naja, dann ist zumindest befreit. Genau, so sieht's aus. Jetzt ist fast rum der Tag. Ich glaube, wir haben 5:30. Alle haben jetzt langsam Hunger. Dadurch bedingt, dass die immer sehr spät aufstehen, wird es immer abends mit dem Essen. Aber wir essen auch immer abends, weil mein Mann tagsüber nicht isst. Mein Mann isst nur zweimal am Tag, nämlich einmal morgens das Frühstück und dann abends, wenn er fertig ist mit der Arbeit, isst er eben Essen. Zwischendurch isst er eigentlich nie was. Es sei denn, er ist mal so auf der Baustelle und die Leute müssen essen, dann isst er mal mit. Aber er isst eigentlich grundsätzlich tagsüber nichts. Vielleicht, wenn er nichts zu tun hat, ne, dass er dann mal zwischendurch ein bisschen Hunger kriegt. Das ist aber ultra selten. Eigentlich isst er nur abends. Ja, ich ja eigentlich auch. Ne? Also ich esse mal zwischendurch vielleicht Keks oder so. Aber dass ich jetzt tatsächlich so irgendwas anderes esse, ist eigentlich auch eher nicht. So. Ich habe eben schon mal noch mal nach Brautmodengeschäften geguckt hier. Es gibt in Mahmoud war tatsächlich irgendwie gar nichts Richtiges diesbezüglich, weil ich muss ja noch so ein Kleid holen. Die sind alle in Alanya, diese Geschäfte. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als nach Alanya reinzufahren. Weil ich brauche ja noch so ein Kleid für den Kinderabend. Wenn das nicht passt, was ich da habe. Ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr Zeit haben, ins Dorf zu fahren. Das kommt auch noch dazu, weil ich ja am Donnerstag ankomme, mittags, und da arbeiten die Leute bestimmt. Ich glaube nicht, dass mein Mann nochmal mit mir vor der Hochzeit ins Dorf fährt, um das Kleid zu holen. Und selbst wenn, was ist, wenn es nicht passt, ne? Da habe ich noch einen Tag verloren. Naja, also wäre schon ganz gut, wenn ich hier irgendwas finden würde. Das Ding ist nur so, das braucht man halt immer nur einmal, ne? Wenn überhaupt. Und meistens ist es dann auch doof, wenn du dann zur nächsten Hochzeit das gleiche nochmal anziehst. Das mache ich auch nicht so gerne. Naja, aber mal schauen. Ich gucke nochmal. Ich überlege mir das nochmal, ob ich nach Alanya fahre oder nicht. Ich habe auch im Garten noch, ich muss die Zäune ja noch machen. Das liegt mir auch auf der Seele, wenn ich sowas nicht erledigt habe. Ne? Und gestern hatte ich auch schon wieder Angst, dass mir Bunjuk darüber hüpft, weil die hat angesetzt zum Sprung über den Zaun hier. Ich hatte das, glaube ich, gestern Abend noch gefilmt. Ne? Kann ich euch gleich vielleicht nochmal zeigen. Die hat zum Sprung angesetzt. Die hat nämlich spitz gekriegt, wie man springt. Mit den Hinterbeinen. Er hat das ja noch nicht so raus. Aber sie, und wenn er das auch rauskriegt, ne, dann ist sowieso Sense hier. Der hat so viel Kraft. Ja, ich kann halt nur so weit wie möglich versuchen, alles einigermaßen sicher zu kriegen. Da muss man immer nach Entwicklungsstand halt gucken, wie weit können die raus, ne? Und hoffentlich passiert das nicht.
Wie gesagt, die Hunde werden nicht angreifen. Ich glaube nicht, dass die jemanden beißen, aber sie werden sich halt mit anderen Hunden fetzen und das will ich halt nicht. Ne? Geschweige denn, dass ich garantieren kann, dass die wiederkommen. Deswegen muss ich schon gucken, dass sie nicht abhauen können. Ich werde auch, bevor ich gehe, für Bonjuk noch eine 3-Monats-Geschichte holen gegen die Leishmanose Mücken. Weil das Halsband, wenn das reißt und ich nicht da bin, außerdem geht das Halsband immer wieder so locker, weil die ja kämpfen und sich immer in den Hals beißen. Und dann ist das Band nachher ab, ne, wie bei Pascha, und dann hat sie keinen Schutz und ich bin nicht da. Jetzt halt das Ding dabei, ne? So. Ich habe eben den Pool angemacht. Ich hatte den ganzen Morgen nicht an, weil ich dachte, ich mache die Pumpe an, wenn ich die Hunde reinmache. Aber das habe ich dann vergessen. Gärtner war auch nicht da. Habe ich erstmal die Pumpe angemacht, damit das ein bisschen durchsäubert. Ich hätte auch geklort, aber das wollte ich jetzt nicht, kurz bevor die fahren, nochmal Chlor reinmachen. Ich mache morgen Chlor rein, Allah, ich bin weiß, wenn die weg sind. Oder heute Abend. Ne, morgen mache ich rein. Nochmal ordentlich schön. Die Kleine hat ja ein bisschen Hautprobleme, da will ich jetzt nicht nochmal irgendwie was auslösen. Ich weiß auch nicht, ob der Gärtner gestern geklort hat. Das ist auch noch dabei. Wenn der gemacht hat, wäre das heute zu viel gewesen. Ich glaube aber nicht, weil ich habe nicht gesehen. So. Einmal schön kochen. Und dann können wir alle zusammen essen. Ich dachte erst, die Kartoffeln wären zu wenig, aber ist doch genau richtig. Gut, dann haben wir das. Ich esse mal die Bratkartoffeln und das Fleisch dann hinterher, weil ich habe nicht genug Pfanne. Ich brauche das Fleisch auch noch eine große Pfanne. Let's go. Einmal werde ich die Zwiebeln anbraten, Öl rein.
alleine macht. Sonst hat er eben ganz brav. Kleine muss ich das Fleisch extra braten. Ich werde jetzt gleich das Hähnchenfleisch mit Zucchini und so zusammenbraten. Das ist die Möchte, aber die Kleine ist kein Gemüse, leider. Und insofern, und Zwiebeln auch nicht, die hasst sie, deswegen mache ich das alles extra. Ich bin gleich noch auf die hintere Pfanne, Seite. Und in der Zwischenzeit würde ich kommen gerne an der Pfanne. Anderen Sachen braten. Ich habe ja noch so eine Pfanne, die ist einfach zu waschen. Mein Mäuschen hat ja abgewaschen und dann hat die alles alle gemacht, meine ganze Pfanne hier. Ich habe mich gewundert, warum das Spülmittel an ist. Bei mir reicht sowas ja immer ewig. Heute Morgen war auch noch richtig viel drin. Das hätte allein noch heute Morgen drin waren, noch 2 Wochen gereicht. Dann müssen wir neu holen. Aber sehen wir, dass ich jetzt nichts mehr habe. Naja, dann mache ich nicht weiter. Das geht schon irgendwie. Schau mal. So. Und Gemüse kann ich schon mal schneiden gleich. Guck mal, ob die hintere Platte hier aussieht jetzt. Dann sagt ihr nämlich, dass es funktioniert. Und das gibt's gleich. Meine Mama hat sich da auch immer hingekriegt, aber ich krieg's halt nicht hin. Ne, geht nicht. Scheibenschweizer. Naja, egal. So, das mache ich dann gleich auf die hintere Platte, aber erstmal will ich Gemüse schmecken. Meine Thank you.
Okay, ja. Hast du den gemacht? Hast du den selber gemacht? Ja. Ach, schön. Jetzt ist auch ein Regenbogen. Ja, ein bisschen Regenbogen, ne? Überall Regenbogen. Ja. Ja, ich liebe Regenbogen. Das weiß ich. Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Da kannst du nichts passieren. Nee. So. Moment, erstmal muss ich das Fleisch auftauen. Genau, nicht mal eben. Weil Alufolie noch drin ist, wird die Leute kriegen, dass das anfängt zu brennen, wenn man nicht drüber lässt. Eine kleine Pfanne für das extra der diese Maus ohne Zwiebeln, ich auch schon mal raus. Das mache ich dann hier vorne vielleicht.
Knochen drin, ne? Oh, oh, oh. Ja. Für das Gemüse. Mal einmal durchstecken hier.